Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4 von der alten Festung. Und jetzt geht's halt los, dass wir mit dem Spinning Setup so ein bisschen auf die dickeren Brocken gehen. Und ja, da geht es dann heute auf Hechte und auf Barsche. Und da gucken wir mal, welche Montagen wir auch jetzt schon verwenden können. Also, ich habe fleißig weiter geangelt und einiges noch rausgezogen am Belaya. Ich war auch am Windenbach und habe da ein paar Barsche rausgezogen. Und mittlerweile sind wir hier vom Spinning Skill weiter natürlich bis auf die Jig-Montage gekommen. Und die Jig-Montage, die Items dafür, die kaufen wir uns jetzt einfach mal. Die wichtigsten Daten, die müssen wir im Kopf behalten, im Blick behalten. Das Wurfgewicht in dem Fall ist halt entscheidend. Ein Wurfgewicht zwischen 3 und 15 Gramm. Wir gehen für die Jig-Montage einfach nur auf die Haken und hier auf die Jig-Köpfe. Und dann haben wir hier eine große Auswahl an verschiedenen Haken und an Größen, Formen, Arten, Größen und so weiter. Hier ist sogar ein Haken, der hat so einen Schutz, so einen Krautschutz. Ja, gucken wir uns mal, fangen wir mal bei den besten Haken an. Und wir haben ja ein maximales Wurfgewicht von 15 Gramm auf der Route. Das heißt, ja, ich sag mal, so ein 6er Haken mit 10 Gramm wäre vielleicht eine Option. Weit über den 6er Haken gehe ich, glaube ich, auch anfangs noch nicht, einfach wegen der Größe. Also nehmen wir mal das Gerät, das ist schon Premium. Gibt es noch was Vergleichbares? 1er Haken groß, 2er Haken groß, 4er ist leider ausverkauft. Oder wir nehmen den hier. Komm, wir nehmen den hier. 6er Haken mit 7,5. Das ist auch nochmal eine gute Qualität. So, lang genug hier rumgesucht und, und das Ideale versucht rauszufinden. Jetzt müssen wir natürlich noch auf die Kunstköder und dann müssen wir hier auf die Weichplastikköder. Und auch da müssen wir natürlich jetzt schauen nach Gewicht und Größe. Ja. Und zwar fangen wir mal tatsächlich mit dem Schwarzen hier an. Einmal, dann nehmen wir... ich will nicht so viel Geld ausgeben anfangs. Also Schwarz ist für mich so ein... eigentlich ein Klassiker. Den habe ich schon oft verwendet, auch so fürs Barschangeln. Vielleicht nehmen wir erstmal den... dafür für die Barsche. Wir nehmen tatsächlich hier so ein Minnow. Dann nehmen wir hier nochmal einen gelb-orangenen. Auch nochmal einen dunklen und den rötlichen. Den dunklen, den schwarzen haben wir, den rötlichen, den gelb-orangenen. Oder einen grünen. Komm, wir nehmen nochmal einen grünen dazu. So, jetzt sind wir aber auch, jetzt haben wir schon wieder hier Kohle ausgegeben. Ohne Ende. Wobei, so viel war es ja gar nicht. Aber zum Testen ist es viel Geld, weil man ja nicht weiß, lübt der Lachs oder lübt er nicht. Mit dem Setup legen wir jetzt los. Verdammtes Regenwetter. Gehen wir mal zu einem der wichtigsten Spots. Also, ein klassischer Spot, den ich auch regelmäßig anteste. Das ist hier so diese Linie. Nicht nur an der Stelle hier fürs Aalangeln, sondern einmal hier entlang werfen oder auch da vorne entlang geworfen. Und zwar am liebsten von dem Holz hier. Und da gehen wir mal eben drauf. Zack. Bis hier auf die Spitze. Und dann immer natürlich in diese Richtung werfen. Nicht so weit hier rüber, weil sollte mal ein Biss passieren und er schießt hier hin, ja, dann ist der See offen. Dann ist alles offen und wenn da was Dickes dran ist, was man mit dem leichten Setup schwer halten kann, dann hat man schon mal Party. Blinker kann man hier natürlich auch gut durchziehen. Und bei den Blinkern gehen wir mal jetzt so die verschiedenen Montagearten durch und die verschiedenen Führungsarten durch.
und was man hier oder wie man hier jetzt am besten auf Hecht und auf Barsch angeln kann. Ganz wichtig natürlich, wenn man jetzt hier auf Hecht und auf Barsch aus ist, man nimmt sich ein Stahlvorfach. Habe ich gerade gar nicht gekauft, hatte ich mir vorher schon gekauft. Achtet darauf bei den Stahlvorfächern, dass man halt richtig massive Geräte hat, deutlich schwerer und deutlich über der Tragfähigkeit von dem, was ihr gerade selbst an Tragfähigkeit hier habt. Das heißt, in meinem Fall, ich muss extrem aufpassen, dass ich nicht zu hoch gehe von der Bremse. Wenn ich jetzt hier in meinem Setup irgendwo einen Fehler mache, geht mir die Rute kaputt oder geht mir die Rolle kaputt. Stahlvorfach wird nicht kaputt gehen, Schnur wird nicht kaputt gehen. Die liegen halt über der Tragfähigkeit hier. Das heißt, immer schön mit der Bremse weit unten anfangen und langsam hochdrehen. Also, ich habe jetzt hier gerade ein Stahlvorfach drauf mit 22 Kilo. Sollte für das Gewässer erstmal reichen. Und wenn man dann jetzt hier so mittig auswirft, gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Natürlich mit dem Blinker einfach nur durchziehen, das ist eine Möglichkeit. Wobei es auch da die Option gibt, dass man dann guckt, wo, an welcher Stelle wiggelt es. Hier unten in der Mitte von dieser Actionbar sieht man ja immer diesen kleinen Strich. So, und wenn der so ins Tanzen kommt, hier bei einer 33, 34, da wackelt er jetzt so ein bisschen hin und her. Das heißt, der Köder dreht sich, vibriert, er lockt. Das wäre eine Option. Wenn das ein paar Mal nicht funktioniert hat, dann ruhig mit dem gleichen Köder nochmal auswerfen. Und Einholgeschwindigkeit, ja, vielleicht nicht ganz so schnell. Gehen wir mal auf eine 25. Jetzt haben wir hier Grundberührung stehen. Und jetzt drehe ich eine Runde. Eine Runde mit der Spule, mit der Kurbel. Und dann steht hier die Jigführung. Drehen und Pause. Drehen und Pause. Grundberührung, genau, Jigführung. Das ist eine der wichtigsten Führungen. Jigführung, auch dafür, oder diese Führung, die verwenden wir jetzt gleich mit der Jig-Montage. Aber das gleiche geht eben auch mit den Blinkern hier. Das heißt, erstmal stramm machen. Ihr seht, die Schnur ist jetzt stramm gezogen. Und wenn die Schnur jetzt so stramm ist, dann einfach anfangen mit einer Runde, Pause, eine Runde drehen, Pause und so weiter. Man sieht es an der Schnur, oder man sieht, dass der Köder so ein bisschen angehoben wird. Der Köder liegt unten. Und dann hüpft er quasi immer so über den Boden und macht immer nur ganz kleine Bewegungen sozusagen. Wie so ein kurz vorm Sterbenden, wie so ein kleiner Fisch, der es nicht mehr lange macht. Und genau da sind natürlich die Hechte drauf aus. Die wollen sich nicht verausgaben. Die nehmen natürlich lieber einen Easy Snack, der sowieso bald kaputt ist. Der rennt auch nicht mehr weit weg und der wird halt eher angegriffen. Aber auch Barsche gehen da drauf. Barsche extrem aggressiv. Und wenn ihr jetzt hier seid, kurz vorm Ende, ihr könnt auch einfach nochmal hier, wenn ihr jetzt gerade hier auf diesem Stückchen Holz seid, so ein bisschen durchziehen, ein-, zweimal kurbeln oder nochmal so in diese Richtung hier ziehen, rauf und runter oder mit der rechten Maustaste auch nochmal so ein bisschen rauf. Zack! Und da ist sogar nochmal einer rangegangen. Also nur dadurch, dass man jetzt hier 1,50 Meter sozusagen, wenn man hier gerade so auswirft, nur durch das bisschen Bewegen. Das sind schon ganz extrem aggressive Fische hier. Also Hecht natürlich in groß, beziehungsweise der Barsch, der geht ja auf alles. Und mit den richtigen Ködern, ich bin mit dem Köder noch nicht hundertprozentig zufrieden, habe allerdings noch nicht genug Kohle, zack, noch nicht genug Kohle, dass ich mir hier ganz viele verschiedene schon leisten kann. Normal würde ich jetzt erstmal ein bisschen was ausprobieren an verschiedenen Blinkern. Und ja, also ich hoffe, ich finde demnächst noch einen, wo ich sage, affengeil. Dann sage ich das natürlich auch nochmal in einem Video und dann ziehen wir hier nochmal ein paar Brocken raus.
Aber ihr seht, selbst wenn man hier so ein bisschen rumzuppelt, so kleine Barsche gehen schon mal dran. So, die wollen wir aber so nicht. Wenn, dann wollen wir ja schöne, dicke, fette Hechte und dicke, fette Barsche. Das heißt, hier im Idealfall durchjiggen, durch das Grün, durch das Geschlonze hier. Einfach durchjiggen, die Jigführung machen. Später kann man auch mal probieren, dass man eine ganz langsame Umdrehung macht. Je nachdem, welche Montage man hat. Und dann reicht vielleicht auch nur eine halbe Umdrehung. Das wäre dann nur die halbe Kurbel. Das geht zum Beispiel am Ladoga oder wenn man allgemein auch auf Saibling aus ist. Auch am Koori kann man das ja verwenden. Leichte Umdrehung, nur kleine Umdrehung. Auch da seht ihr, die Jigführung ist drin. Man kann das sogar runter machen, je nach... Zack. Je nach... Und nochmal ein kleiner Hecht. Je nach Köder und je nach Spule kann man das sogar runter machen. Einholgeschwindigkeit irgendwie auf eine 12 oder so. Und dann ganz langsam jiggen. So, das hier ist eine Möglichkeit. Und die nächste Möglichkeit, damit gehen wir jetzt erstmal zum nächsten Spot und der nächsten Montage sozusagen, der Jig-Montage, die bauen wir dann am nächsten Spot an. So, und wie man schon sieht, ich begebe mich jetzt hier auf die Rückseite oder aufs untere Ende hier an der alten Festung. Auch hier liegen überall so Hölzer und Bretter mit im Wasser. Und das hier vorne an den beiden Birkenstämmen. Das hier an den Birkenstämmen, das nehmen wir jetzt mal. So. Und dann bauen wir uns die neue Jig-Montage zusammen. Das heißt, fürs Umändern einer Angelmontage, gehen wir hier oben drauf, ändern, haben jetzt ja hier die Jig-Montage freigeschaltet und dann haben wir dann natürlich hier auch nochmal ein bisschen Informationen dazu. Die einfache Jig-Montage besteht aus dem Jig-Kopf und einem Silikon- oder Schaumgummiköder, genau. Einfach nur Vorfach, Jig-Kopf mit dem Haken da drin im Köder. Und die wählen wir aus. Dafür brauchen wir, oder brauchen nicht zwingend, aber wir haben ja hier noch die geflochtene Schnur. Da brauchen wir auf jeden Fall nochmal jetzt unser Stahlvorfach. Dann nehme ich mal als erstes den ganz großen hier, den 6er. Und dann haben wir hier die Auswahl der verschiedenen Köder. Ganz wichtig auch bei den Ködern, hier gibt es Informationen, bis oder ab welcher Hakengröße diese hier funktionieren. Das steht dann jeweils hier dran. Hier zum Beispiel 18er klein bis Mittel 6, also bis zu einem 6er Haken. Der hier ab einem 6er Haken bis zu einem 3er groß, also wirklich was ganz Dickes. So, das kombinieren wir jetzt mal hier. Und dann raus mit der Route. Das Wurfgewicht ist noch komplett okay. Sonst würde hier ganz unten rechts, würde dann das Warndreieck auch schon aufleuchten, wenn das Wurfgewicht wenn die Montage über dem Wurfgewicht wäre. Wir sind hier bei ungefähr 12 Gramm. Das heißt, damit sind wir komplett okay mit. Ja, und dann werfen wir oder zielen wir, stehe ich hier richtig, ja. Dann zielen wir hier so grob dem Ufer entlang, mal so eine halb ausgeworfen. Aufpassen, so ein bisschen die Birken, die greifen euch gerne den Haken weg. Beziehungsweise man verhakt sich da gerne dran. Deswegen versuche ich jetzt so ein bisschen dran vorbeizuziehen, weiter rechts. Aber auch hier jetzt die Umdrehung. So. Na, haben wir da. Und da muss man bei der Jig-Montage auch zwischendurch mal gucken. Die Jig-Montage oder die Führung hört auf, wenn... Da ist schon was dran. Hört auf, wenn... Auf und ab, neue Errungenschaft. Ah,
Erster Fisch mit der Jigmontage. Okay. Genau, das ist halt dieses Auf und Ab. Die Jigmontage hört auf, wenn ihr irgendwo gegenstoßt, wenn ihr zu lange wartet mit dem nächsten Jig. Die hört auf, wenn ihr den nächsten Jig macht und das geht dann in ein tieferes Loch zum Beispiel rein. Und das Jiggen dauert dann wieder zu lange. Wenn die Strömung zu heftig ist, also all solche Komponenten, für all sowas ist das Jiggen dann immer ein bisschen schwierig. Das heißt, es ist ideal, in Situationen wie dieser hier stehendes Gewässer oder auch nahezu stehendes Gewässer, und dann kann man am einfachsten, zack, das Jiggen betreiben. Sehr gut, ey. Da haben wir doch jetzt mal einen schönen, kräftigen Barsch hier. Wunderbares Teil. 25 cm Barsch mit über 600 Gramm. Das ist schon wirklich gut. Solche Aufträge gibt es dann auch im... solche Aufträge gibt es dann auch im Café. Das heißt, es müsste im Café ein Auftrag drin sein, der, ich meine, 5 Stück, 5 Barsche um 600 Gramm haben will. Und dann ziehen wir jetzt hier schön die Barsche raus. Warum jetzt unbedingt die Barsche? Barsche sind von der Kohle her nicht unbedingt die geilsten. Sind aber sehr gut für die Frequenz jetzt hier gerade. Und fürs Hochskillen. Und mein Ziel ist es im Moment jetzt hier in Richtung Wobbler zu kommen. Dass wir dann hier die Hardbaits, die Wobbler verwenden können. Weil es damit dann eben nochmal einfacher ist, demnächst am Koori auch zu schleppen. Gehen wir mal eben kurz rein. Spinfischen, Wobbler wäre hier, also ab 35%. 35% Spinfischen. Ich sehe es hier gerade immer noch. Ich habe immer noch nicht einen Skillpunkt vergeben. Ich bin mir auch immer noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung ich gehe. Also das Effektivste und das Einfachste wäre natürlich Grundfischen. Aber auch dazu mache ich dann nochmal ein extra Video. Im Moment vergebe ich noch keinen Skillpunkt. Immer noch Level, also jetzt noch Level 16. Immer noch nicht einen Skillpunkt vergeben. Gucken wir mal, wohin die Reise geht. Ich habe jetzt hier gerade so ein bisschen das Gefühl, dass er so sehr träge ist. Dass er gar nicht richtig hoch geht. Zack, da geht noch einer rein. Doch, hat sogar funktioniert. Auch nochmal ein schöner Barsch. Alter, über ein Kilo. 1,6 Kilo Trophy-Gewicht. Über ein Kilo ist natürlich dann entsprechend gut. Ich stelle die Geschwindigkeit mal ein bisschen höher. Ich gehe mal auf 30. Ja. Ja, zack. Dadurch hüpft er dann deutlich höher, deutlich aggressiver. Und wir fangen dadurch die deutlich kleineren Barsche. Also alles richtig gemacht. Ja, und genau so geht das dann, ob das jetzt mit diesem Köder ist. Oder dann mit diesen anderen Ködern. Genau das gleiche. Zack. In der Hoffnung jetzt natürlich, dass ich hier auch ein paar Hechte kriege, teste ich jetzt gleich nochmal ein bisschen was durch. Wobei das hier klingt schon aggressiv nach Hecht. Das ist safe ein Hecht. So, für mich heißt es jetzt bewegen. Hinterherlaufen. Schnur straff halten. Und zusehen, dass mir nichts abreißt. Den Hecht, den will ich. Normalerweise sagt man, man muss bei Raubfischen nicht anschlagen. Ich werde trotzdem gleich nochmal anschlagen. Der fährt jetzt gerade schön rüber. Immer schön die Schnur im Blick behalten. Wobei, wenn wir jetzt hier über die andere Brücke rüberkommen, können wir ihn in Richtung Festung drillen. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Das darf nicht passieren. Gerade wenn solche Kopfschläge sind, langsam rangehen. Das Schöne ist, wir haben hier 22 Kilo Stahlvorfach. Das heißt, der müsste... Keine Ahnung. Oh, da kam er aber angeschossen. Das ist halt das Gefährlichste. Wenn hier die Action komplett weg ist, das ist das Gefährlichste. Das darf nicht passieren. Deswegen habe ich jetzt auch die rechte Maustaste so hoch,
damit ich das immer nachjustieren kann. Rechts hochziehen, anspannen, links nachkurbeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Langsam hinterherlaufen. Kurbel, 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 Kurbel. Schnelle Einkurbeltaste. Das ist halt schwierig. Man kann nicht einkurbeln, schnell einkurbeln und gleichzeitig... Vielleicht kann ich das auf eine Taste legen. Auf eine Maustaste. Schnell laufen und schnell einkurbeln ist halt die gleiche Taste. Ich glaube, es geht nicht. Genau. So, aber jetzt sind wir gleich in der Situation, wo wir ihn so in einem Winkel haben. So. Dass wir ihn jetzt gleich gegenüber drillen können. So. Das heißt, jetzt haben wir ihn soweit. Jetzt haut er nach links ab. Wir gehen nach links. Ziehen die Route nach links. Dann wird er gleich einfach wenden und nach rechts abhauen. Oder wir können ihn noch weiter davon überzeugen, doch einfach zu uns zu kommen. Na, ich glaube noch nicht. Aber ihr seht, jetzt haut er nach rechts ab. So, dementsprechend können wir jetzt uns wieder nach rechts drehen. Alter, macht der Kopfschläge, ey. Rechts rüber, so. Und dann versuchen, ihn wieder, dass er nach links wieder zurückgeht. Der hat richtig Bock. Der hat richtig Bock. Aber ich habe auch richtig Bock. Den will ich haben. Der lässt sich gerade noch nicht wirklich beeinflussen. Mehr rüberziehen. Und da haut er jetzt wieder nach links ab. Also so steuert man dann quasi den Fisch. So lenkt man den Fisch hin und her. So, man sieht jetzt hier, jetzt haut er gerade auch am Ufer, geht noch weiter links. Ich laufe einfach mit. Die Stelle hier ist gerade echt ein bisschen schwierig wegen der Bäume. Keine einfache Stelle. Und vor allem am Limit der Route sind wir jetzt hier ja gerade. Also das gesamte Setup komplett am Limit. Aufpassen. Mir mit meinen Wurstfingern ist jetzt schon mal passiert, dass ich hier beim Hin- und Hergreifen an der Maus irgendwie ans Mausrad gekommen bin. Dadurch passieren häufig die Abrisse. Also da dann schön die Maus vernünftig im Griff halten, nicht ans Mausrad kommen, dass man jetzt auf einmal die Bremse zumacht. Wenn ich jetzt die Bremse zumachen würde, würde mir wahrscheinlich die Rute brechen. So, richtig hart reindrillen. Nochmal versuchen zu ziehen. Geht er noch wieder nach links oder haut er weiter ab? Ich glaube, er geht wieder nach links. Ja, genau. Das war schon ganz knapp. Direkt so am Wendepunkt. Aber er hat sich dann doch nochmal dafür entschieden. So, und jetzt kann man dann auch, jetzt bin ich ja hier die ganze Zeit auch mit Schnelleinkurbeln beschäftigt, gerade bei diesen harten Reaktionen. Wenn er dann so ein bisschen langsamer wird und ihr merkt schon, jetzt ist die Action nicht mehr ganz so wild, auch einfach mal versuchen, ohne schnell einkurbeln, langsames Einkurbeln. Also den Fisch jetzt nicht nochmal zu stressen, gerade wenn ihr so am Limit seid, auch am Limit des Sets, versuchen, langsame Kurbelbewegung zu machen, nicht so heftig hinterher. Auch später beim Karpfenangeln kann man das so gut machen. Und grundsätzlich sagt man ja immer, wenn er so abzieht, nicht kurbeln. Bei so einer Situation jetzt hier, wo die Kopfschläge so heftig sind, kurbel ich in der Regel einfach durch. Scheiß auf das etwas mehr Verschleiß. So, jetzt zieht er natürlich heftig ab, da muss ich nicht kurbeln. Aber wenn ich durchgekurbelt hätte, wäre dieser Kopfschlag jetzt gerade, hätte ich ihn sofort aufgefangen. Das heißt, ich muss selbst nicht irgendwie noch darauf achten, dass ich im richtigen Moment wieder loskurbel, sondern einfach, auch wenn es langsam kurbeln ist, einfach immer hinterher kurbeln. Na, den wollen wir jetzt aber doch noch. Jetzt haut er schon wieder ab. Also weiterlaufen, 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 weiterlaufen.
So, Alter, nun komm aber ran hier. Nun komm aber ran hier. So, da sind wir doch jetzt schon hier. Haben wir ihn schon mal gut gestresst. Jetzt bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, wie meine Bremse eingestellt war. Ich gehe nochmal eine Stufe runter auf 26. 27 war ich jetzt gerade. Aber im Moment sieht es gut aus, als ob er jetzt kommt. Wenn er jetzt gleich nochmal eskalieren würde, gucke ich, ob ich nicht doch nochmal eine Stufe höher stellen kann. Aber ich glaube, er ergibt sich jetzt gerade seinem Schicksal. Das sieht auch gerade ganz gut aus. Schön durchziehen, gar nicht viel mehr jetzt hin und her wackeln oder die Route groß ändern. Wenn er jetzt gerade mitläuft, dann schön laufen, nichts verändern. Laufen lassen. So, und da kommt er an. Kescher raus. Und da ist er. 6,7 Kilo Hecht. 900 noch was XP. Geiles Gerät. Geiles Gerät. 6,7 Kilo Hecht. Ist ein richtig dicker, fetter Fresskopf. Sehr, sehr, sehr geil. Richtig schönes Ding. Ja, und den dicken, fetten Hecht, den gucken wir uns jetzt mal eben an, was der so an Kohle bringt. Ganz wichtig natürlich noch zum Hechtangeln. Hechte haben eine gewisse Zeit, eine gewisse Uhrzeit, wo sie sehr gut laufen. Das heißt, wir haben die Morgenstunden für den Hecht und wir haben die Abendstunden für den Hecht. Morgens, ich sag mal so von 5, 6 Uhr an, je nach Gewässer, geht es dann ungefähr los bis in die frühe Mittagszeit. 11 Uhr, 12 Uhr, dann gibt es so eine leichte Flaute und dann gegen 17, 18 Uhr geht es wieder los bis 22, 23 Uhr. Also eher so in der Dämmerung, da geht es dann am besten auf Hecht zu angeln. Ja, schauen wir uns das mal eben an hier. Dieser eine Hecht, 6,7 Kilo. Ich meine, der Drill war hart. Es ist ja auch nur eine Medium-Light-Route. Mit dem nächsten etwas stärkeren Setup geht es natürlich dann deutlich einfacher. 36 Silber für diesen einen Hecht, das ist halt richtig geil. Und wenn ihr euch vorstellt, ihr steht hier einfach mal, keine Ahnung, vielleicht eine Stunde, also Realtime, eine Stunde, zwei Stunden und zieht einfach mal ordentlich Hechte raus, dann macht das halt richtig Bock. Dazu kommt insgesamt jetzt 12, jawohl, den teuersten Fisch verkauft. Dazu kommt, es gibt auch hier im Café regelmäßig Hechtaufträge. Und zwar gibt es Hechtaufträge, die dann sagen, fange zweimal einen 3-Kilo-Hecht. Und das bringt in der Regel so um die 100 Silber. Zweimal 3 Kilo ist dann ganz gut oder relativ schnell gefangen. 100 Silber dann ratzfatz verdient. Also, holt raus die Hechte. Das ist halt richtig actiongeladenes Angeln. Viel Spaß damit. Wenn ihr Fragen habt, wie immer, kommt in den Livestream montags, mittwochs und freitags auf Twitch. Und ansonsten Daumen da lassen, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Petri.